Willkommen zum Wohnimmobilien-TV, dem Online-Channel der REIT-Messe Wien. Nachhaltiger Wohnbau wird immer wichtiger und ist vor allem bei der Kaufentscheidung ein wesentlicher Faktor. Unsere Studie zeigt, dass für 72% der Befragten das Objekt, das sie kaufen möchten, auch klimaneutral sein muss. Bei Miete sind es immerhin noch 50%. Natürlich spielen bei der Nachhaltigkeit die Betriebskosten eine wesentliche Rolle. Die Schritte zur Nachhaltigkeit, die während der Bauphase gesetzt werden, stellen ja die Grundvoraussetzung für den späteren nachhaltigen Betrieb der Immobilie dar. Aber es herrscht auch ein grundsätzlicher Wunsch nach einem nachhaltigen Leben in den eigenen vier Wänden vor. Und daher gewinnen Themen wie Smart Materials, E-Parking und Zero Emission Living in den Augen der Wohnungssuchenden immer mehr an Bedeutung. Und jetzt zeigen wir noch ein paar interessante Projekte. Im 20. Bezirk nähe Wallensteinplatz und Augarten entsteht das Neubau-Eigentumsprojekt Der Goldene Strauß. Die 34 Wohneinheiten gliedern sich in 2 bis 3 Zimmerwohnungen mit attraktiven Balkonen, Loggien oder Terrassen. Der moderne Wohnbau bietet eine hochwertige Ausstattung mit energieeffizienter Hausklimaanlage und lichtdurchflutete Räume durch bodentiefe Fensterverglasungen. Die Immobilie eignet sich als werthaltige Anlage oder zur Eigennutzung. Hier alle Eckdaten zu dem Projekt Der Goldene Strauß. Das Beste aus Stadt und Land. Es ist die lebendige Mischung aus Stadtleben und ländlichem Idyll, die Klosterneuburg so besonders lebenswert macht. In der idyllisch gelegenen Litwinkergasse entstehen 4 traumhafte Einzelhäuser und 6 exklusive Doppelhäuser. Der Standort verbindet perfekt die Vorteile von Natur und Stadt. Die Häuser werden 2-geschossig ausgeführt und sind voll unterkellert. Finesse und Eleganz, alle Nuancen sind perfekt aufeinander abgestimmt. Viel Licht und Platz in den eigenen 4 Wänden, in denen selbst das Homeoffice künftig zum Genuss wird. Der Keller bietet zusätzliche Möglichkeiten für Hobbys und Fitness. Jeder Geschmack findet hier ein passendes Zuhause, ein ganz besonders schönes noch dazu. Bei uns zu Gast Michael Besetzky von S-Real Immobilien. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Wir kommen gleich zur ersten Frage. Wie hat sich eigentlich durch den Shutdown das Nachfrageverhalten der Suchenden verändert? Ja, wir haben dazu mit Wonet gemeinsam als S-Real eine Umfrage gemacht, haben auch bewusst Fragen gestellt vor und nach dem Shutdown. Mhm. Und hier sind doch einige signifikante Veränderungen gekommen. Im Prinzip keine neuen Trends, aber die Verstärkung von Trends. Nämlich, dass die Österreicherinnen und Österreicher verstärkt am Land leben wollen, in kleinen Städten leben wollen. Also als Beispiel haben vor dem Shutdown noch 34% gesagt der Befragten, sie möchten gerne in der Bundeshauptstadt wohnen, so waren es nachher 25. Und diese 9% haben sich bewegt Richtung Land und kleine Städte. Also das war einmal ein wesentlicher Punkt. Damit kommt auch heraus, was ist denn die Wunschimmobilie? Mhm. Und war es vor 5 Jahren oder bis vor 5 Jahren eine tolle Wohnung mit großer Terrasse in der Stadt, dann hat sich das gewandelt und es ist heute wieder das Einfamilienhaus im Grünen. Das heißt, hier sieht man auch in Form der Wunschimmobilie, wo es hingeht. Das heißt, Grünfläche ist extrem wichtig, eigener Garten mit Einfamilienhaus oder als Kompromiss Reihenhaus oder Doppelhaus. Bei Wohnungen merkt man diesen Trend ganz genauso. Hier ist es, die Freifläche hat an Bedeutung gewonnen und die war immer schon sehr wichtig, mhm. ist noch wichtiger geworden. Und dann, gefolgt schon, kommt eigentlich natürlich die Größe der Wohnung.
Wir merken das zum Beispiel bei Mieten. Hier haben wir verstärkt Nachfragen nach Dreizimmerwohnungen. Also wir brauchen so das eine Zimmer mehr, um eben auch dementsprechend zu Hause arbeiten zu können. Ja, und im Eigentum, wie gesagt, ist es stark spürbar. Einerseits ganz ein wesentlicher Aspekt, dass die Anleger, das Investieren in Immobilien, das war schon bedeutend, noch wichtiger wurde, eine verstärkte Nachfrage nach Anleger- und Vorsorgewohnungen und auf der anderen Seite eben die selbst in der Wohnung oder im Haus wohnen, da ist es verstärkt gegangen, schon auch in Wohnungen, aber vor allem in Häuser rund um die Hauptstädte, um die Städte. Und hier ist auch die Distanz größer geworden. Das ist auch ein ganz ein wesentlicher Punkt. Das heißt, die Leute sind bereit, weiter zu fahren. Die interessanten Gegenden haben sich nicht nur rund um Wien oder rund um die Landeshauptstädte, sondern auch weiter hinaus als attraktiv erwiesen. Das heißt, die Leute sind interessierter oder fahren weiter, weil sie nicht mehr so oft zum Arbeitsplatz müssen. Genau, genau. Also ich glaube, dass hier ein ganz wesentlicher Punkt ist, einerseits doch, dass man bereit ist für das ländliche Umfeld, für die Ruhe, für die gute Luft, für das Grün, die Freizeitmöglichkeiten weiterzufahren, aber ganz genauso natürlich das Moment des Homeoffice, das eben für viele dazu führt, dass sie weniger oft fahren und damit die Bereitschaft für größere Distanzen steigt. Danke, danke fürs Kommen. Wie jede Woche hier wieder unser Immobilientipp von den Immobilienexperten der Wirtschaftskammer Wien. Also bei der Wohnungsübergabe ist jetzt aus Sicht des Übernehmenden insbesondere darauf zu achten, dass der Zustand der Wohnung einerseits einmal dokumentiert wird, am besten eine Fotodokumentation zum Zeitpunkt der Übergabe anzufertigen. Werden Mängel festgestellt im Objekt, ja, so ist das schriftlich auf einem Übergabeprotokoll, das jeder seriöse Makler in Wien mit dabei hat, festzuhalten. Wichtig ist es auch dann gleich, die Zählerstände abzulesen zum Zeitpunkt der Übergabe. Hier wird gerne servisiert und die Ummeldung dann durch Makler oder Hausverwaltung vorgenommen. Weiters ist zu beachten, dass eventuell auch zu diesem Zeitpunkt dann noch Meldezettel unterschrieben wird oder eine Umzugscheckliste übergeben wird. Aber das sind zusätzliche Serviceleistungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder nächste Woche bei einer neuen Folge von WIM TV.